Die 12 ist schon groß, ihr Lieben. Es geht weiter mit Memoria und ich habe einen blöden Denkfehler gehabt oder Aufmerksamkeitsfehler gehabt, dass ich was nicht richtig gelesen habe. Das ist mir zuletzt dann aufgefallen, als ich in diesem komischen Gespräch hier mit Nuri nicht weiterkam. Nuri, erzähle dem Magier etwas anderes. Es ist nämlich, glaube ich, gar nicht so schwer, wie ich dachte. Auf die Frage, wie viele Angreifer es waren, sagst du... Sind es wahrscheinlich 11 bis 15? Sag 11 bis 15. Also ich weiß es nicht. Wenn er eine Beschreibung des Magiers haben will, antworte... Ich nehm's halt so kompliziert, wie es geht. Er trug eine kokosfarbene Brosche auf der linken Brust. Erzähle ihm, der Angriff erfolgte aus... Und jetzt habe ich hier die ganze Zeit so einen Fehler gehabt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass hier Nordost steht. Er erfolgte aus Nordost. Und wer auch immer euch angegriffen hat... Ist geflohen nach... Und ich habe gar nicht gesehen, dass das hier Nordwesten, das ist ja was anderes. Nordosten, Nordwesten. Ich meine, natürlich ist das was ein anderes, ein anderer Begriff und auch eine andere Meinung. Aber, ja, ich mache das jetzt mal. Weil ich habe nie zweimal dasselbe genommen. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, sind ja zwei verschiedene Bedeutungen. Das Wort meinte ich nicht, Meinung. Bedeutung. Und von daher muss das jetzt klappen. Nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Was trug er nochmal? Eine krokusfarbene Brosche auf der linken Schulter. Dann mal los. So einfach, echt. Und ich habe nie dasselbe genommen. Weil es mir einfach nicht auffiel. Du bist mir eine große Hilfe. Und wieder eine neue Geschichte. Sie kamen aus Nordwest und gingen dann wohin? Breda! Wo bleibst du? Ach, ich kann mir das alles doch nicht alleine merken. Diesmal kommt sie nicht, ne? Die ganze Zeit kommt sie und dann nicht, wenn man sie braucht. Das wird sie erst einmal beschäftigen. Ja, dann mal los. Dann mal los. Da ist die Breda nämlich gerade... Wie kann er denn da auf einmal schon stehen? Voll gruselig. Ja, was mache ich jetzt? Es ist fest verzäunt. Kann ich da nicht einfach irgendwie rüber? Oder ich schneide das einfach durch. Genau, einfach kaputt machen. Tada. Und die merken das jetzt nicht? Ich kann auch das Leben in ihm spüren, unheimlich. Ja, tut mir leid, dass ich mir das nicht auffiel. Ich weiß auch nicht. Manchmal achte ich irgendwie bei sowas dann doch nicht genug drauf, obwohl man es sollte. Bei Point-and-Click-Spielen muss man auf alles achten, aber ja, da bin ich vom Mensch irgendwie auch einfach so, dass mir das manchmal einfach verloren geht. Gut, dass ich es aber noch hinterher gemerkt habe. Sind meine Kissen hier? Ich kann die Kissen hier so völlig durcheinander bringen. Was ist mit dem Kästchen? Igitt. Was war denn da drin? Was auch immer da drin ist, es stinkt fürchterlich. Okay. Er macht hier immer so die Sitzkissen irgendwie durcheinander. Erstmal reinkommen und alles anders machen. Sie riechen seltsam. Irgendwie... Oh, mein Kopf. Bei Fex. Was ist das für ein Zeug? Ich weiß es nicht. Was hast du denn da? Auch seltsame Gurken. Und das Bett auch noch mal durcheinander bringen. Geht nicht. Er ist oben und unten befestigt. Mhm. Und das einfach mal nicht mehr befestigen? Okay. Können wir da jetzt auch rausgehen? Praktisch. Wahrscheinlich dann, wenn sie auch irgendwie auf der anderen Seite ist, dass man trotzdem hier noch reingehen kann oder so. Dann machen wir das Kissen wieder ordentlich. Genau. Man weiß ja nie. Da können wir wieder raus. Ekliges Kästchen. Ach, der Teppich. Warum kann man hier alles durcheinander bringen? Ist das irgendwie wichtig? Dann machen wir das mal. Das muss ja irgendwie einen Zweck haben. Dass sie vielleicht wissen, hier war jemand oder so. Aber dann ist auch schlecht für uns. Ich habe keine Ahnung. Die Absperrung ist ja auch kaputt. Ich weiß nicht. Vielleicht doch erstmal
Ich weiß zwar nicht, wofür das gut ist. Wir müssen bestimmt das nochmal machen, aber im ersten Moment lasse ich es mal lieber. So, gehen wir mal raus. Es war jetzt ein kurzer Besuch. Huch, hier steht ja noch einer. Offenbar haben noch nicht einmal die Magier ihn hier... Praios, stehe mir bei. Das ist die Maske aus der Grabkammer. Was hat mir dieser Kerl noch alles verschwiegen? Ach, da gibt's einen Zusammenhang. Okay. Er hält die Maske fest in der Hand. Ich muss zu härteren Mitteln greifen, will ich sie abbekommen. Er hält die... Ich muss... Aber das ist jetzt wirklich die Originalmaske oder wie einfach nur versteinert oder... Jetzt habe ich hier diese Gurken. Er sieht nicht aus, als könnte ich ihn von Hand verschieben. Kaum zu glauben, dass Fahi all sein Hab und Gut darauf bekommen hat. Weg damit. So, jetzt habe ich hier so eine bisschen Tarnung irgendwie. Kann ich damit jetzt... Nö. Der ist jetzt weitergerollt. Toll. Und nu? Kann ich vielleicht irgendwas kaputt machen? Wenn das wirklich versteinerte Menschen sind, sollte ich mit meinem Zauber vorsichtig sein. Wenn das wirklich... Hier ist auch irgendwie nichts, was ich gerade... Nee. Wenn wir jetzt mit der Breda reden, oder Breda, dann weiß die ja, dass wir hier sind, ist auch nicht so gut. Ach so, sie ist aber irgendwie beschäftigt, ne? Merkt die das vielleicht gar nicht? Lalala. Ich halte besser Abstand. Ach so. Dann doch lieber nicht. Alles klar. Ist hier irgendwas? Muss man ja im Zelt doch noch irgendwas machen können. Aber vielleicht geht's auch echt um diese Maske bei der Steinsäule. Hier, Hängematte hatte ich auch noch nicht. Ah. Aha. Ein Schlüssel. Das reicht, Breda. Wir haben eine Aussage. Hast du den Tatort vollständig untersucht? Ja, da war nichts. Wenn es noch etwas gibt, dann im Zelt. Ich schreibe das hier nur noch eben zu Ende. Oh je. Also müssen wir raus. Den habe ich im Zelt gefunden. Er muss hier irgendwo passen. Ich verwende den jetzt einfach mal überall so. Zum Beispiel diesem ekligen Kästchen. Ich weiß halt nicht, hat er das nicht aufmachen können? Ich behalte den Schlüssel erstmal. Und das Kästchen ging ja auch auf. Ich behalte den. Hier ist doch nichts. Vielleicht ist aber halt unten noch irgendwas. Dann gehe ich erstmal raus. Tut sich jetzt was? Schnell, verschließen! Okay. Geschafft. Und bring den Tatort nicht durcheinander. Ich höre jedes Scheppern. Das war knapp. Ach so. Wir mussten also auch schnell raus. Alles klar. Dann können wir ja aber dafür jetzt hier so lang, weil die ist drinne. Ja. Da ist ein Schloss dran. Ah, dann wird es wohl der Schlüssel sein. Passt. Tada. Das Kind habe ich damit ganz schön beeindruckt. Die macht sich nicht mehr über mich lustig. Ja, Flaschenfestung interessiert ihn wohl nicht, aber wir könnten kaputt machen. Glas können wir immer gut kaputt machen. Sie würde zerbrechen, der Magier sich umdrehen und mich sofort sehen. Ach so. Das Balk hat meine Schöpfung weggesperrt. Ich fühle mich geehrt. Nein, bei meinem Geschick würde ich mich nur schneiden. Wozu? Keine Ahnung. Gut, dann lasse ich die erstmal irgendwie offen. Also, offen. Sie ist jetzt offen, aber wir können ja wieder ran. Zu, dass es aber keiner sieht. Und Schlüssel haben wir eh nicht mehr zum Abschließen. Also sie bleibt sowieso offen. Was ist mit der Steinsäule? Einen Schritt weiter und sie sehen mich. Gut, dann lieber nicht. Ich kann auch das Leben in ihm spüren. Unheimlich. Was macht man denn da am besten? Wozu? Weiß nicht.
Diese Säulen erinnern mich an Fahis Beschreibung der Grabkammer. Man kann jetzt auch wieder gehen. Zählt lieber nicht. Gehen wir mal lieber wieder rum. Weil, ja, jetzt müssen wir ans Handwerkszeug kommen. Mit ihm zu reden ist hoffnungslos. Aber mit Nuri vielleicht nochmal? Es scheint ihr Spaß zu machen. Ich lasse sie mal in Ruhe. Ach so. Pass auf, Junge. Ich habe gute Augen. Das funktioniert also nicht. Mit dem Meißel könnten wir ja vielleicht was machen. Ich mochte sie zwar alle nie, aber so wenig auch nicht. Und den auch nicht, ne? Ich mochte sie... Ja. Ich kehre erst zurück, wenn ich weiß, wo... Okay, dann geht das auch nicht. Dann weiß ich nicht, was wir hier noch machen könnten. Ich weiß nicht. Könnten wir denn mal machen? Oder die Gurken da reintun? Das Glas, oder ich weiß auch nicht. Unsinn. Das Balk hat meine Schöpfung weg. Ich mochte sie zwar alle nie, aber so... Nee, hier können wir dann nichts machen. Zumindest vorerst. Ist da irgendwie am Zelt noch was? Hier dran. Am Karren. Ich überlege. Wir sollen halt die Maske abkriegen. Das ist so... Und das Werkzeug da hinten wäre, glaube ich, ganz gut dafür. Aber vielleicht kriegen wir sie auch so ab. Mir fehlt noch ein Hammer. Ja. Und der Hammer ist in der Werkzeugtasche. Wozu hat er den Karren jetzt hier so nach vorn gebracht? Keine Ahnung. Wir müssen dann doch nochmal das so schaffen, dass sie rauskommt, weil wir ins Zelt müssen. Und da müssen wir es dann doch durcheinander bringen. Damit er meckert, sie hat alles durcheinander gebracht und weggeht. Dann ist das Werkzeug frei. Also das wäre so meine logische Schlussfolgerung. Aber wie kommt die denn jetzt wieder raus? Vielleicht nochmal hier direkt rein? Hallo? Nein, die Magierin ist da drin. Wehe, du bringst den Tatort durcheinander, Mädchen. Ich pass schon auf. Ja, aber sie soll ja... Der einzige Weg war ja zuletzt eigentlich über Nuri. Es scheint ihr... Es scheint... Und da will er ja nichts mehr zu sagen. Eine Steinsäule mit einem steinernen Schwert und einem fein gehauenen Bart, wenn er denn gehauen wäre. Wie kriege ich die denn jetzt wieder raus, die Breda hat er sie, glaube ich, genannt. Vielleicht können wir die Absperrung heimlich abmachen. Nicht so lange dieser Die Lichtung wurde abgezäunt. Vielleicht irgendwas mit der Truhe oder... Nee. Ins Zelt werfen? Das geht so nicht. Es wäre ziemlich eklig, wenn die so stinken. Ich weiß nicht. Ich halte besser... Was kann ich denn mit diesen Gurken machen? Sie riechen seltsam. Irgendwie... Oh, mein Kopf. Bei Fex. Was ist das für ein Zeug? Ich finde das lustig irgendwie. Ist hier noch eine Kleinigkeit oder so? Habe ich irgendein Detail übersehen? Vielleicht mal das hier machen? Eine Flaschenfestung? Nein. Hatte ich ja auch schon gemacht. Messer? Das bringt nichts. Geht nicht.
Es würde nur stumpf werden. Ja, macht keinen Sinn, sehe ich ein. Ansprechen von hier aus tut er ihn schon gar nicht. Wenn das wirklich Da bringt der Zauber nichts. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie ich sie rausbekomme. Denn wir brauchen das Werkzeug von hinten. Wir müssten halt eigentlich noch mal reingehen dürfen. Geht aber wahrscheinlich nur, wenn sie halt rauskommt. Das ist schwierig. Vielleicht von hier aus, wenn Nuri an diese Steinsäule käme oder so. Und mal weg da von der anderen. Nuri, komm doch mal. Aber er sagt ja, das würde er hören, jedes Geräusch. Moment mal. Wenn ich hier aber stehe, so, und ich komme jetzt hier so zur Absperrung. Finger weg! Ja, zur Absperrung. Mach jetzt aber von hier aus das kaputt. Aha. Jawohl, dann hört er das. Hey, ich sagte nichts kaputt machen. Kaum zu glauben, was alle an ihr finden. Das ist doch super. Hat aber nicht gereicht, damit er weggeht. War aber schon mal gut, vielleicht noch mal heile machen? Das Kind habe ich damit ganz gemacht. Jetzt noch mal? Sagt er dann einfach nur noch mal und es passiert weiter nichts? Hey da! Aufpassen, ja? Okay, ich soll es mehrmals machen. Denn er sagt ja was anderes. Hey da! Aufpassen, ja? Nee, das hat nicht gereicht. Oder was? Ach, schade. Nee, es hat nicht gereicht. Das ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Sie würde Ja, dann habe ich das ja jetzt schon gemacht und wurde darauf aufmerksam gemacht, aber es reichte irgendwie nicht, ne? Warum hat das jetzt nicht gereicht? Mehr als das immer wieder kaputt machen, dass er das hört, kann ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht dann die Gurken darauf tun, dann doch. Muss ich ja wieder. Ich vergesse immer, dass ich nach hinten muss, um die kaputt zu machen. So, kaputt machen. Hey da! Aufpassen, was ist hier ja? So. Ich weiß nicht, vielleicht schnüffeln die ja dann eklig oder so. Das geht so nicht. Okay. Was mache ich denn jetzt? So, jetzt sind da drinnen die kaputten Scherben. Hat das jetzt irgendeinen Sinn? Nee, das kriegt er nämlich so gar nicht hin. Ich muss sie also aufmachen. War klar, aber warum reicht das jetzt nicht? Er nölt halt, aber mehr auch nicht. Ist doch auch doof. Das bringt nicht. Nee. Und Wasser oder irgendwie, ich weiß auch nicht. Eine Kleinigkeit, die man noch kaputt machen kann, damit er halt wirklich denkt, nee, die kommt nicht klar. Da muss ich jetzt mal hin. Keine Ahnung. Oder man soll es einfach 500 Mal machen, glaube ich aber gerade fast nicht. Das hört jetzt aber mal auf, aha. Ja? Nee, dann mache ich das jetzt einfach mehrmals. Nutzt ja nix. Fällt mir sonst auch nix ein. Das hört jetzt aber mal auf, ja?
Nee, eigentlich nicht. Das hört jetzt aber mal auf, ja? Das ist... Oh Mann, oh, das ist schon wieder so wie im letzten Part so. Dusselig. Er soll halt weg. Geh weg jetzt. Da muss nichts heil gemacht. Nein. Das hört jetzt aber mal auf, ja? Na, eigentlich hört es nicht auf. Finger weg! Das hört jetzt aber dafür mal dafür bin auf, ich zu weit. Ja? Jetzt sagt er immer nur das, es hilft auch nicht. Hm. Aber irgendwie war es immer so, wenn ich hier rumgefummelt habe und was weiß ich, dann mal was anderes gemacht habe, dann sagt er danach wieder was anderes. Ich kann auch das unheimlich. Hm. Warum geht er denn nicht rum, wenn ich da hinklicke? Dann kommt er hier wieder vorne raus. Und nochmal. Das hört jetzt aber ja, mal jetzt auf, er, ja? Mit ihm zu reden ist... Nori hält ihn ganz gut bei Laune. Es scheint dir Spaß... Nori muss da eigentlich aber langsam mal wegkommen. Pass auf, Junge. Das hört jetzt aber mal dafür auf, bin ich zu ja? weit weg. Komisch, dass dann jetzt sagt er immer dasselbe. Wenn das wird. Hm. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kehre... Im Moment kann ich nichts anderes machen hier. Eigentlich. Das ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Das Balk hat meine Schöpfung. Ich habe keine Ahnung. Unsinn. Unsinn. So. Ja, ich... So... er hat jetzt zweimal immer so was anderes gesagt. Keine Ahnung, ob das reicht. Wenn man dann irgendwie gleich... oder so irgendwann nochmal das macht. Aber... Er hält die... Ich muss... muss zu härteren Mitteln greifen. Wir haben aber keine... Das geht nicht, wir brauchen das Werkzeug. Ja, was würdet ihr tun? Einfach weiter probieren, oder? Das hört jetzt aber mal auf. Das hört jetzt aber mal auf, ja? Ja, nee, irgendwie nicht. Und in dem Moment, wo er sich umdreht, schnell nehmen, ist aber auch Quatsch, oder? So ganz schnell... Er ist das hört zwar jetzt abgelenkt, aber mal auf, ja? Aber nicht genug, als dass ich in seiner Tasche rumwühlen könnte. Ja. Ich nehme erstmal nur den Hammer. Ach, das geht? Ach, das geht. Ach, wir haben den Hammer. Es waren nur die paar Sekunden. Ja, gut. Wenn wir dafür aber wenigstens den Hammer jetzt haben, dann... Eigentlich ist der Part jetzt vorbei, aber jetzt will ich doch gerne wissen, ob es klappt. Die eine Minute hole ich mir jetzt einfach nochmal raus. Und versuch's mal. Das hört sie nicht hinten beim Zelt, den Lärm? Naja. Ich habe sie. Jetzt bloß weg von hier. Cool. Ja, super. Ich glaube allmählich, Fahi weiß mehr über diese Träume, als er zugeben wollte. Toll. Also, die Quest sozusagen hier gelöst. Wenn es das denn... war, aber irgendwie... Wen haben wir denn da? Reda, es gibt einen neuen Tatverdächtigen. Hm? Was hast du da, Junge? Das hier? Das kann nicht sein. Magister Budiak? Was ist das? Nichts. Nimm es ihm ab und gib es mir. Oh nein. Nein, unsere Maske... Das ist ganz offensichtlich ein sehr gefährliches Artefakt. Ich muss es umgehend zur Untersuchung in die Akademie bringen. Du verhörst derweil den Schweinehirten. Verstanden. Also, wer bist du?
Und warum schleichst du hier herum? Ihr könnt das Artefakt nicht einfach mitnehmen. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Das Kampfseminar will wissen, was hier Schreckliches geschehen ist. Ich dagegen bin überrascht, wie langweilig unsere Ermittlungen bisher verlaufen. Also mache es mir bitte nicht zu einfach. Sonst bin ich nur noch mehr enttäuscht. Erste Frage, was war das für ein Artefakt? Ja, da sind wir nun und ich mache einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Memoria. Heikle Situation und unsere schöne Maske ist weg. Bis dann!